Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar muss man so eine Finanzierung absichern durch entweder diese Lebensversicherung oder gibt es eine Restschuldversicherung? Ist sie Pflicht? Mhm. Oder wann macht sie Sinn? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also Pflicht ist sie nicht. Das ist also in Anführungsstrichen die positive Nachricht. Es gibt ein paar Banken, die da mittlerweile auch drauf achten. Meistens natürlich im Interesse, dass sie dann die Versicherung selbst verkaufen. Da muss man wirklich gucken. Also was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist und was eigentlich jeder machen sollte, dass auf jeden Fall eine Risikolebensversicherung abgeschlossen wird. Sie wollen eine Risikolebensversicherung nicht haben, weil dann kommt ja später nichts daraus raus. Ja, aber das ist fürs Risiko. Das ist beim Auto ja auch so. Ja? Sie fahren ja nicht dreimal im Jahr gegen einen Baum, nur damit sie das Geld wieder rauskriegen. Da streiten sich die Gelehrten. Die einen sagen, volle Lotte, das ganze Darlehen voll absichern. Weiß ich nicht. Sie können sich, und wir Deutschen sind da Fans, immer so uns gegen alles zu versichern. Ich würde es eher mal mit Augenmaß machen und sagen, okay, was passiert denn? Wenn jetzt der Hauptverdiener ausfällt, dann wäre es gut, wenn das Restdarlehen so groß, nur noch so groß da ist, dass die Frau mit den Kindern das gut gewuppt kriegt. Jetzt nicht, dass sie dreimal in Urlaub fahren kann, das verstehe ich darunter nicht, ja, sondern dass sie sagen kann, okay, ich habe die laufenden Kosten, aber das Haus ist jetzt nochmal um die Hälfte entschuldet. Ja? Das finde ich wichtig. Das kann man dann auch später, und dann würde ich es auch vielleicht so machen, dass man sagt, okay, Risikolebensversicherung können Sie, glaube ich, mittlerweile bis zu 100.000 ohne Gesundheitsfragen machen. Ja? Da kann man dann auch gucken, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt erstmal für die ersten 10 oder 15 Jahre. Ja, und nicht gleich über die ganze Laufzeit. Weil, wie gesagt, im Durchschnitt nach 18 Jahren viele Finanzierungen schon abbezahlt. Und dieses Argument, dass man dann vielleicht mit 40 oder 45 keine Risikolebensversicherung mehr kriegt, ist, wie gesagt, aufgrund dieser Tatsache, dass die meisten gar keine Gesundheitsfragen mehr stellen, eigentlich schon wieder überflüssig. Bei einer Risikolebensversicherung bist du tot, kriegst du Geld. Mittlerweile anderen Zusatzversicherungen, das ist für den Fall Arbeitslosigkeit, eventuell auch Berufsunfähigkeit, das müssen Sie selbst entscheiden. Also Berufsunfähigkeit kann in bestimmten Berufen gut sein, ja, wo Sie speziell vielleicht viel körperlich tun müssen. In anderen Fällen ist es Kokolores. Als Arbeitslosenversicherung, wir hatten das auch in der Pause kurz, ja, ist so eine Frage. Es ist eigentlich so eher eine Frage an Sie, ob Sie sich trauen, sagen wir innerhalb von einem halben Jahr wieder einen neuen Job zu finden oder ob Sie sagen, ich bin so eine Birne, das sagen die meisten nicht, ich finde sowieso nichts. Ja, wenn Sie sagen, ich bin ja nicht so fähig, dann würde ich das machen. Wenn Sie sagen, Mensch, im halben Jahr habe ich immer irgendwas, ja, dann würde ich es nicht machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss! Es geht um bla. Scheiße. Bis dann. Wiederhören. Tschüss. Wiedersehen.